Hi! Alola, die Linda fordert uns heraus mit zwei Pokémon. Zwei Pokémon, letztes Mal haben wir schnell beendet, weil wir nicht auf die Zeit geguckt hatten, aber dann ist es so. Der Schniebel! Schniebel mit dem kaputten Ohr. Ja. Was ist die Lore dahinter? Ich weiß es nicht. Wie, du weißt die Lore nicht? Alter, keine Ahnung. Warum habe ich dich als Pokémon-Experte dabei? Pokémon-Experte vor allem, ja. Boah, ich heile dich jetzt im Kampf, ist doch mir egal. Ich kann doch nicht in jedem Kampf... Kann weißt ich... du die Lore dahinter? Nee, ich habe noch dich als Experte dabei. Ach so. Kannst du nicht auf mich abwälzen hier, deine... Tito, oder was willst du? Die Ding wegmacht. Die Ding weg, was wegmacht? Punus. Ja. Ja, Paralyse. Ach so. Du schon seit 10 Kämpfen paralysiert. Mrs., ich schaue nur auf mein Tablet. Ja, also Fragen und so. Du hättest auch einfach streicheln können, da wäre es auch weg gewesen. Woher kommt denn dieses wunderschöne Tablet? Ich weiß nicht, das war irgendwie eines Tages, so am 24. war das, glaube ich, auf meinem Tisch gelegen, einfach so. Alter. Voll krass. Das hat der Weihnachtsmann mir gebracht. Netter Weihnachtsmann. Gell? Orkan! Voll der liebe Weihnachtsmann. Okay, erstmal klauen Wetze mein Gesicht. Nee. Der steigert seine Angriffskraft wahrscheinlich, genau. Okay, genau, ich gecheckt. Oh, Korn! Alter! Das ist ganz schön! Das rockt ganz schön hier! Jetzt ein Luftschnitt hinterher! Luftschnittchen! Luftschnittchen? Okay, es macht noch weiter. Kein Leberwurstschnittchen. Leberwurst ist eklig. Leberwurst ist eklig? Sag ich mal in Hunden. Die würden dafür töten. Für Leberwurst. Ich bin kein Hund. Qualilu! Das haben wir auch schon. Haben wir nicht die Vorentwicklung davon? Das hat nur eine Entwicklung, das bleibt so. Dauerschlaf. Das kann übrigens nicht paralysiert werden. Also keine Statusveränderung, nix. Kann es in einen Wirbelschwurm geweht werden? Wahrscheinlich. Nein, es wehrt sie ab. Abwehrt. Oh nee. Während es schläft. Destroyer ist zwar schläfrig, aber Destroyer hat noch eine Chance auf einen Orkan. Reiß dich zusammen, Destroyer! Tiefschlag. Au. Tiefschlag tut immer weh. Oh ja. Orkan! Wusch! Nice. Okay. Wenigstens halb getötet. Möchtest du jetzt nicht mal ein anderes Pokémon nehmen? Ja, muss ich ja jetzt. Destroyer. Zum Beispiel Miss Chessie oder nur Chessie oder Mimimi. Hier, Chessie. Du darfst einmal Chessie kämpfen. Dann kann ich wieder 10 Kämpfe mit Destroyer machen. Ja, Destroyer kriegt so gute Erfahrung. Dann wechsle ich das. Mach mal Mondgewalt. Das ist nämlich sau stark. Mondgewalt. Ja. Bitch. Dead. Es hat doch nur geschlafen. Ja, hat nichts gemacht. Destroyer bekommt. Nur geschlafen, gegähnt. Das war schon mega stark, keine Frage. Aber irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Eieiei. Mongo-Fina fragt, nervt es dich sehr, dass Zombie immer vorm PC sitzt? Ja, ja, deswegen ist er mit mir zusammen. Deswegen bin ich mit ihm seit 6 Jahren zusammen und deswegen, ja. Mich wundert es eher, dass es nicht stört, so viel wie ich vom PC sitze. Nein, mich stört es wirklich nicht. Das ist ja das Lutzek. Das hast du mich auch schon ein paar Mal gefragt, gell? Sag mal, stört es dich nicht und so? Nein, alles cool. Ich hocke doch auch den ganzen Tag irgendwie nur vom Laptop oder vom Tablet jetzt. Oder vom Handy. Also ich mache ja im Prinzip auch nichts anderes. Und ich meine, du musst ja arbeiten. Und rechts oder oben? Rechts sieht sehr interessant aus. Geh mal rechts. Hallo? Dieser Tempel ist total verfallen. Ich frage mich, was hier passiert ist. Nö, also mich stört es, wie gesagt, echt null. Das ist... Keine Ahnung, ich habe da null Probleme mit. Warum auch? Sehr dramatische Pokémon-Musik. Ja, ja. Wahrscheinlich ist sie aber zu und man kann da nicht lange... Wahrscheinlich, das ist irgend so ein... Oh Gott, was ist denn hier los? Hallo? Alter. Du hast den Tempel des Gottes betreten. Ja. Stirb, Wurm! Psychoschock. Okay. Okay. Pokémon. Ich finde das gerade sehr cool. Was ist hier los? Das ist die Arena. Die Arena der Kapu. Er hat Ash verloren und deswegen hat er alle umgebracht. Alter, guck doch mal. Wie krass einfach. Was ist hier los? Ist das Wasser? Ja. Ja. Nein, das ist Blut. Pokémon-Blut. Was ist das für ein Tempel? Keine Ahnung. Da war ein alter Mann, aber ich habe ihn nicht angesprochen. Ich hatte so viel zu erzählen. Das ist mein Haus. Genau, das ist meine Crib. Alter, was ist hier los? Das ist wahrscheinlich diese alte Stadt, wo diese Göre herkommt. Göre? Die Lola? Ja, hallo, ich komme hierher. Die da. Die Lola? Ja. Die mit lila Haaren? Ja, die so komisch redet. Okay. Vielleicht können sie was dafür, dass sie komisch redet. Ich bin gerade voll weg. Ich merk schon. Das ist, was ist hier los?
Hier ist ein bisschen Nebel, ein schöner Tempel. Ja, weißt epische, du? Krasse Musik und... Ich glaube, das ist was fürs Endgame. Eventuell. Dreh dich! Beschwöre das Pokémon! Bah! Okay. Ja, ist ja, wahrscheinlich... Scheinbar noch nichts später. Zu tun hier. Später. Ja, holen wir wahrscheinlich das Legendary dann. Das kann sein. Das kann sein, ja. Dass hier Legendary ist. Leute, Fragen! Kommen keine mehr rein, was ist denn hier los? Hier ist so schön, kannst du mal aufpassen. Aber ich mag Fragen vorlesen. Dann muss ich nicht mit dir reden. Genau. Aus dem Grund. Ich weiß es doch. Ich frag mal den Opa, was hier abgeht. Frag mal den Opa, genau. Ich hab die Polizei gerufen, du bist bei mir einfach eingebrochen in mein Haus. Nur weil es alt und verfallen ist, heißt das nicht, dass jeder Depp hier reinlaufen darf. Oha! Du bist doch der Trainer, der immer im Pokémon Center verbringt. Ach, das ist der Kaffeemann! Ja. Obwohl der Tempel so heruntergekommen ist, verschlägt er ihm immer noch die Sprache. Ja. Auf den ersten Blick sieht er völlig unscheinbar aus, aber genau deshalb drängt sich mir der Verdacht auf, dass er irgendein Geheimnis birgt. Ja, ich denke schon, dass das mit dem Legendary, weil guck mal, diese Dinge auf den Säulen, diese Sterne. Ja. Sieht schon ein bisschen so aus. Der Mark Senti fragt, macht ihr das LP von Pokémon Mond einfach bis ihr Inselchamp seid oder auch das Postgame? Inselchamp. Inselchamp. Und den Rest könnt ihr dann selber erkunden, erforschen. Und wir machen den habe ich schon mal in einem Video gesehen, aber ich weiß nicht, ob es in einem Review war oder sonst was. Ich bin ja eigentlich total schwach und habe bei Kämpfen keine Chance, aber als Mitglied von Team Sky macht mich deshalb zum Glück keiner dumm von der Seite an. Also muss ich gar nicht stark sein. Oh. Miaut. Miaut, genau. Och Mensch. Oha, okay, alles klar. Zugade. Verrückte Katzenlady wohnt hier. Was bringen diese gelben, die grünen, roten? Die Sina ruft an, die erklärt sie bestimmt. Du hast schon wieder ein Zygarde. Du hast ja schon wieder ein Zygarde. Der Zygarde Würfel hat dem Kern innebewohnende Attacke gespart. Ach, Attacken meines. Du kannst jetzt also jederzeit unbeliebig auf deinem Zygarde beibringen, ganz wie es dir beliebt. Au revoir. So. Waren wir schon bei dem Zygarde-Ding in Folgen? Nee. Ja, waren wir. Wir waren da drin, aber wir haben keinen Plan gehabt, in den Folgen, wie man die online was sind. Macht. Ach, die online sind? Also wenn die Folge online kommt, ja. Nein, noch nicht. Okay, weil die Kommentare hätten ja schreiben können, ob das vielleicht doch geht. Dass, ja. Dass die allwissende Sayu vielleicht nicht recht hatte. Ich denke aber schon, weil sie hat es durch. Ja, aber die hat doch sowas anderes. Und sie wollte es ja so machen. Also sie hat ja die Hundeform gehabt und dann irgendwie wollte sie die nächste Form haben und dann zurück auf zur Hundeform. Und es ging halt nicht. Und wir haben ja, gelernt, um solltest... Um den Pokédex voll zu machen, brauchen wir eh alle drei Folgen. Ich weiß. Wir werden aber nie den Pokédex voll kriegen. Wahrscheinlich. Ich denke nicht. Warum fängst du die dann überhaupt? Weil es Spaß macht. Mautz. Genau, red mit allen Mautzis. Mautz, Mautz. Mautz. Weil eventuell hat eins ein Item dabei. Ich weiß, ich bin doch schon dabei. Ach so. Mautz, gib mir Mautz. Dein Stuff. Gib mir dein Shit, Mautzi. Mautzi, Mautz. Nö. Mautz, Mautz. Mautz. Keiner will uns was geben. Wer wohnt hier? Da soll's. Könnte unsere Karton. Wohnung sein. Hier stehen Kartons rum. Fernseher auf dem ja, Tisch. Ja, nur die Mautzi. Hier ist ein PC sogar auf dem Tisch. Ja. Sieht echt ein bisschen wie bei uns aus. Ja, wir haben keinen PC auf dem Tisch. Nee. Keine Sorge. Nur ein Laptop. Laptop. Nee, die müssen aber alles Muffels sein. Keine Mautzis. Dazu habe ich auch irgendwo eine Frage gelesen. Moment, ich muss ich noch da drin was machen? Hä? Sollte ich da was machen? Po Polizeiwache, immer nett die Nachbarn grüßen. Ach, hier sind jetzt die Polizeiwache. Übernommen von Mautzis, okay. Wenn ihr im Po sind, dann ist hier irgendwo Team Skull. Genau. Der Graken hat gefragt, ob Hunde oder Katzen ist ja bekannt. Würde gern wissen, warum lieber Hund als Katz. Schaut euch dieses Weihnachtsvideo an mit dieser Playstation. Was? Die hat 35 Millionen Retweets auf Twitter. Hast du es nicht gesehen? Nein. Okay. Kriegt jetzt Jessie Live Reaction. Okay, Live Reaction. Ihr seht zwar nicht das Video, das müsst ihr halt selber suchen, aber ich zeig's. Ich kann euch sagen, wie es heißt. Warte. Er tippt ein in Twitter. PS4 Cat. Die Suche läuft. Da ist das Video, okay. Okay, warte, ihr könnt es sogar, glaube ich, hören. Das sollte kein okay, Problem sein. Okay, Moment. So, siehst du es überhaupt? Ich zieh's mal hier rüber. Ich zieh's mal rüber, genau. So. Ja. Ja. Aus dem Grund
Genau, aus dem Grund lieber Hunde als Katzen, weil Katzen wollte ich einfach nur umbringen und sind scheiße. Da ist eine, der packt eine Playstation aus und dann springt ihm eine Katze ins Ohr und beißt so rein. Ja. Da gibt sogar noch so Bilder da, so vom Nachhinein, dass ein ganzes Ohr so aufgerissen und so lauter Löcher im Kopf drin von den Krallen. Genau deswegen lieber Hunde als Katzen. Nein, ich finde Katzen, ich habe selber Katzen gehabt damals, versteht mich nicht falsch, aber ich finde Katzen sehr unberechenbar teilweise. Ja, das war ja teilweise. Also man kann schon an der Körpersprache auch wie bei Hunden lesen und so, wie die Katze drauf ist. Aber so manchmal denke ich mir, Katze WTF, was soll das jetzt? Und Hunde, ja, die Hunde sind halt schon immer da. Hi. Um mit den Menschen zusammenzuarbeiten. So, weiter geht's. Jo, noch gegen niemanden verloren heute. Was ein Tag. Einer der Besten, ich sag's dir. Der hat voll das coole Theme gehabt gerade irgendwie. So ganz anders. Das ist ja, wenn Team Skull einen sieht. Das kommt ja nicht häufig vor im Spiel bisher. Ja. Team Skull-Rüpel fordert dich heraus. Einem Pokémon. Aber er hat einen guten Tag gehabt. Mit seinem Kohlbart. Ja? Please help. Ja, ich überlege gerade, ob ich die Frage vorlese. Girl German Girl fragt, oder ihr doch fragt, wann war eure letzte richtige Erkältung? Grippe. Hab gerade eine. Please send help. I'm dying. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Ich war so lange schon nicht mehr richtig krank. Also mit Grippe und Erkältung und sowas. Ich glaube, das letzte Mal war, wo ich noch im Kindergarten gearbeitet habe, da haben ja die Rotznasen alles mitgebracht, ne? Also. Oh, du hast mein Minimi rausgeholt. Ja, weil es effektiv ist. Ja. Aber das ist schon auch eine sehr lange Zeit her. Und seitdem war ich eigentlich nicht mehr großartig krank. Das ist nicht sehr stark, dein Mimi. Doch, mein Mimi ist toll. Vergiftet ist es. Und du warst in der ganzen Zeit, wo ich dich hier, also wo du bei mir wohnst, auch nie krank großartig, ne? Doch, einmal war ich krank, auf jeden Fall. Vielleicht auch ein paar Tage, aber nur im Bett rum und war tot. Ja, einmal, ja. Einmal, ich glaube, einen Tag lang. Ja, eben, so einen Tag lang und dann war es wieder gut. Nee, also, ich bin unsterblich. Irgendwie schon, ne? Hab God-Mode an. Ja. Ja, das Psychokinese ist leider nicht so stark bei Mimimi, weil es halt unlichtfähig ist. Und Psycho ist ja. Das Psychokinese ist ja Psycho. Noch ein Fleckmon. Ja, wir sollten mal Fleckmon. Destroyer! Destroyer! Nicht verloren! Ich hätte nicht rumschreien sollen. Was ein rabenschwarzer Tag, schlimmer geht's nicht. Ja, wir sollten Flecken mal wieder leveln, aber da bräuchten wir ja erstmal einen Kingstein. Ja, Wingul! Weil du ja das andere Fleckmon haben willst. Achso, und Girl, German Girl, help is on the way. Ich hab geschickt. Ach ja? Ja. Cool. Ne? Mit meinen Connections hier. Ba, 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 so. Ba, da. Hyperheiler. Heilt Hyper. Kann man gegen Scooter einsetzen. Ich wollte gerade sagen, Hyper, Hyper. Ach man. Alter! Ein monobraue Georock. Warum hat das Mais in sich drin stecken? Ah, Mann. Schön. Warum hast du es nicht gefangen? Weil man mit dem Pick schläft. Ach so. Tipp für Trainer. Gönnst du deinem Pokémon auf der Spa-Insel im Pokémon-Resort ein Bar? Die Spar- und Kauflandinsel. Und Rewe und Edeka. Im Bad werden sie zutraulicher, aber wenn sie zu lange dort lässt, steigt ihnen die Hitze. Das hatten wir auch schon. Upsi. Upsi, ich hab da ein paar Pokémon vergessen. Nein, ich glaube, ich hab die auf der Kampfinsel. Im 40 Grad heißem Wasser. Ich glaube, die dürfen maximal einen Tag drin lassen, nicht Pokémon. Sowas. Genau, ich habe neue Beeren angepflanzt. Diese Prunusbeere und Dionagobeere. Und so, was haben wir denn hier? Expeditionsteam. Ich hab. Granitstein und hast du wieder Geld losgeschickt? Nein, ich habe nichts losgeschickt. Okay. Dann war ich das. Da trainiert mein Team. Ah ja, genau. Der Initiative-Bahn ist wert von nun. Ist um 104 gestiegen? Alter, was? Was? Was ist los? Okay. Ich habe hier meinen ganzen Flug-Pokémon einfach reingesteckt. Ja. Das sind einfach nur die Birds. Ist auch um 104. Wie lange stecken die da schon drin? Ich habe 50 Stunden eingestellt. Geht sogar noch 23 ja. Stunden. Krass. 100? Hä?
Hä? Um 104! WTF! Warum sind die leer? Weil da niemand drin ist? Nein, die Bären. Ach so, weil ich ein paar Bären da reingesteckt habe. Ach so. Bärenkiste. Okay, ich habe nämlich die auch abgewählt. Die ist auf Stufe 3. Mhm. Nur noch die hier Stufe 3 fehlt. Okay. Dann haben wir alle Inseln fertig. Also die nächste Zeit ein paar Bären sammeln. Nicht ausgeben. Ja, genau. Gut. Okidoki. Okidoki. Hä? Wenn es um 100 gestiegen hat, dann ist es übel OP. Ja. Bei 100 ist echt nicht wenig. Nee. Amphira hat so viel Initiative. Gehen wir auf Amphira-Bericht. Ja, die hat aber auch nicht 200 oder so maximal. Die hat Initiative 160. Ja. Wenn was um 100 steigt, hä? Oder ist es auf? Nee, aber es steht ja um, ne? Der Basiswert ist um 104 gestiegen. Links oder? Oh. Oh. Alles gut. Gift-Hieb. Oh nee. Krass. Vielleicht was für Amphira. Amphira hat doch schon 2 Giftattacken. Aber vielleicht ist es stärker. Wenn es Toxine. Na, aber Toxin ist geil. Ja, Toxin ist echt gut. Und Giftschocke ist eine voll die geile Kombo. Ja, ist es halt, ne? Ich will auch nicht. Keine Ahnung, hat Jessie nur Fee-Attacken erlernt oder warum hat die nur Fee? Ich habe dir nur Fee beigebracht. Ich finde es immer praktisch, wenn die halt mindestens 2 Typen haben. Ja, sie hat bisher nichts Cooles gelernt, was ich sonst noch beibringen konnte. Okay, das war ja meine Frage. Ach so. Ja, und Team Sky. Was hat er gesagt? Ich habe keine Ahnung. Pokémon. Pokémon. Yo! Finde ich voll daneben, wenn jemand immer alles krass ernst und verbissen sieht. Meine Aufgabe bei Team Sky geht aber voll ernst an. Irgendwie strange. Alter. Hat englisches Wort hergenommen. Anglizismen hier. Miau. Yeah. Miau. Das ist... Yeah. Und nachher in der Musik immer gut. Yeah. Also ich... Traumato, Golbat, Mangunior, Mollung. Alter. Yeah. Yeah. Ha, wir haben einen Shiny. Destroyer. Der schläft. Den geht sich nicht an. Solltest du ihm mal echt streicheln oder eine Beere geben oder sowas? Nein, der schläft doch absichtlich, dass ich ihn nicht einsetzen kann. Ach so. Auch wenn Wasser jetzt stärker wäre. Du könntest, Chassis ist, glaube ich, ist es Unlicht? Feuerunlicht? Nee, nein, ist Feuergift. Verdammt. Nicht sehr effektiv. Mist! Schlumpi. Schlumpi. Schlumpi macht Schlumpfstrahl. Schlumpfstrahl. Ja, der könnte auch langsam mal eine bessere Wasserattacke erlernen irgendwie. Weil Schlumpfstrahl ist jetzt nicht äußerst geil. Alter, der Tank. Ah, das der Schlumpi-Tank. Blubstrahl, yeah. Yeah. Bam. Aber es reckt ihn trotzdem weg. Sehr gut. Volltreffer, weil es geliebt werden will. Gelobt. Es will geliebt wird schon. Der Schlump. Wann hast du die zuletzt gestreichelt? Der überlegt sich. Heute, aber nicht den Schlumpi, glaube ich. Da sieht man, selbst wenn man voll ernst bei der Sache ist, gibt es keine Garantie für ein positives Resultat. Ich habe Goofa heute gestreichelt und Mimikyu. Also Mimimi. Goofa ist voll lustig, wenn man den streichelt. Wie viele Team Skulls stehen denn da rum? Fast, als wäre der hier Hauptquartier. Ja, ja, ja. Dann gehört dieses... Das ist wirklich... Das ist Single, ja. Krass. Mensch, sieht fast aus wie Team Aether. Ich gehöre zu Team Skull und bin vulgär und grob und ein Fan von Venu Fliebes. Yo. Yeah. Das wird sie jetzt bestimmt auch nicht einsetzen. Venu Fliebes. Yeah. 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 Oh yeah. Durch geht dieses Yeah immer. Und 2 Pokémon. Guck mal. Ratfratz. Lord Ratti. Destroyer. Schlaf. Könntest du doch einfach mal ein anderes Pokémon an die erste Stelle setzen? Nein, das ist doch... Das muss vorne bleiben. Es wird auch vorne bleiben. Weil es einfach richtig gute Erfahrung kriegt dadurch, dass es vorne ist. Ach so. Ja, dann solltest du... Wir brauchen das Münzamulett bei irgendwem wieder. Ja, dann geben wir es ihm, wenn wir ihn eh auswechseln. Das wäre dann nicht schlimm. Kriegt ja eh keinen Schaden. Hä, du hast gesagt, dass wir... Ach so. Ach so. Alles gut. Pat. Risiko-Tackle. Nicht kein Jessie. Risiko für dich. Mondgewalt. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Das war's. Yeah. Yeah. Ach man. Radikal. Oh, ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass du dieses Venu Fliebes einsetzt, was er gesagt hat. Na, ja, vielleicht hat er schon geahnt, dass irgendein Anführer von denen oder so. Oh, ich habe eine neue Frage von Maskengurlha. Maskengirl. Ja, ich weiß, aber es ist Gurl geschrieben.
Was sind eure Lieblingsfarben? Was ist deine? Lila. Was ist meine? Rosa. Alter. Ein helles Lila. Was ein Reinfall, da habe ich echt versagt. Du warst einfach eine Spur zu krass für mich. Alter, ich bin eingeladen, Leute. Hört mal auf, gegen mich zu kämpfen. Ja, ohne Scheiß, wir haben hier einen Termin. Leute. Kann ich mal ein Pokécenter? Nimm doch das Zygarde-Ding jetzt endlich mal mit. Du läufst die ganze Zeit dran vorbei. Triggerst mich hier schon wieder. Da. Da. Ja. Ah. Danke. Du läufst die ganze Zeit hin, steck, jetzt nimmt das. Oh ne, jetzt läuft er zurück. Ah, jetzt nimmt das aber. Oh ne, jetzt zurück. Ach, Mann. So. Hat jemand das Münzamulett von denen? Du hast es im Beutel nochmal. Gift-Hieb. Stärke 80. Oh, dann, wenn er greift mit giftigen Gliedmaßen, mit Tentakel oder Arm an. Moment, seit wann ist Gift rosa? Das ist lila. Das war doch mehr dunkel-lila, oder? Nee. Okay, egal. Psychoschock ist auch ganz gut. 80 Schaden. Oh, das kann Jessie lernen. Leaf-Tip könnte Molonk lernen, aber ist ja YOLO. Ja, nee, wir brauchen ja diese Kombi-Toxin und... Und Molonk hat Spezialangriff, das bringt eh nichts. Genau. Genau. Ich wollte das Münzamulett, ich wollte nicht die TMs angucken. Weil sind wir wieder voll konzentriert. Was macht Honig dabei eigentlich? Lockt wilde Pokémon an. Da ist es. Geben. Destroyer. So. Perfekt. Perfekt. Weiter geht's. Guten Tag. Wir haben einen Termin. Hallo, hallo. Ich helfe Termin. Na, willst du bei Team Skull mitmachen? Warte mal, das ist doch so ein Setring. Ey, was geht ab? Bist du auf Inselwanderschaft oder was? Was ein Loser? Oder warte, jetzt habe ich es geschnallt. Ey, du willst uns nur dissen, weil wir die Inselwanderschaft hingeschmissen haben. Habe ich recht oder was? Du glaubst doch nicht etwa, du kannst hier einfach so aufkreuzen und runter machen. Die haben also die Inselwanderschaft hingeschmissen. Okay, wir lernen immer mehr über Team Skull. Team Skull wurde ja damals scheinbar von einem Inselkönig, keine Ahnung wer das war, ernannt. Und dann irgendwie haben sie sich getrennt. Oder ja, das nicht? War doch der Typ, der... Psst! Ich habe extra gesagt, man weiß nicht, wer es war. Ja, er hat es doch selber gesagt. Nicht! Er hat es doch selber in der Folge hat gesagt. Hat er nicht? Nein! Ey, der ist doch der Anführer von Team Skull. Ja, heißt aber nicht, dass der mal Inselkönig war. Der war auf Inselwanderschaft, ja. Aber er hat nicht gesagt, dass er mal Inselkönig war. Hat er doch? Nein, er nicht. Keine Ahnung, was der gesagt hat. Er hat gesagt, ich... Zwei Pokémon, Traumato und Alpollo. Yo, Mövenpick. Yo, Felinara. Nicht Amphira. Schwing. Schwing. Also Felinara... Schwingen die gleichzeitig, wenn man zwei Shinies hat? Ah, nee, warte mal. Ja, die schwingen dann gleichzeitig. Mimikyu wäre, glaube ich, ganz gut. Das Vergiftete? Ja, das Vergiftete Mimikyu. Mit vier effektiven Attacken. Ja. Amphira... Achso. Darf mal Toxinen, oder? Die Toxin auf beide? Nein. Die Flammen... Oder Flammen werfen. Oh, geht das auf beide? Nein. Die Gift nee, der hat kein AOE. Nicht mehr. Oder sie kann Ränkeschmied machen. Dann mach ich mal das Traumato giftig. Ja, mach's mal giftig. Tschüss, Mühi. Los, Mimi. Hallo, Mimi. Hast du gesehen? Spukball lila. Ja, wow. Cool, ja. Habt ihr es auch gesehen, Zuschauer? Spukball lila. Wow. Dann schreibt es doch in die Kommentare. Nein, tut's nicht. Oh, das ist effektiv gegen Mimi. Tschüss. Nein. Ah, ich vergesse die ganze Zeit, dass es dieses Kostümspuk gibt. Das ist so gut. Bab. Es wäre effektiv gewesen gegen Mimi. Au, 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 au. Amphira ist es egal. Mimi, nicht sterben. Du musst noch was tun. Hä, hat Amphira was gemacht? Toxin. Ah, ja. Ich habe nichts davon gemerkt. Oh Mann. Mach am besten mit Mimi diesen Käfergedöns, weil das Blutsauer, genau, das heilt sich ja dann. Traumato, genau. Ich wollte aber auch Giftschock auf Traumato machen. Ah, Mimi muss ich heilen. Da vergibt halt noch das Alpollo, wenn es geht. Ja, kann sie eigentlich, genau. Amphira hat ja diese Fähigkeit. Ja, dass sie jeden Typ vergiften kann. Auch. Kann es nur Amphira? Ja. Okay. Nom. LOL. Heil dich, Mimimi. Hä? Ja. Hast du das ganze Viech gegessen? Und hä? Okay. Ich hab das ganze Viech gegessen. Ja, mein ganzer Bildschirm war im Mund. Oh nein. Bitte nicht sterben, Mimimi. Ah! Verdammt.
RIP Mimi. Ja, jetzt ist tot. Ah, scheiße. Das hat zumindest Alpollo direkt. Nee, nicht Alpollo. Traumato direkt. Pikachu. So. Ich brauch doch kein neues Pokémon rausholen, Leute. Doch musst du. Das sagt dir das Spiel. Los, Destroyer stirb auch noch. Ich will nicht mal eine Attacke mit dir einsetzen, Okan. Giftschock. Yeah. Nicht sehr effektiv. Das wird wahrscheinlich auch überleben. Hoffe ich jetzt nicht, aber. Oh, oh, ganz gut. Destroyer schläft. Destroyer verpennt hier die ganze Action. Wunderbar. Spuckball. Spuckball. Stirb, Destroyer. Destroyer kann nicht sterben. Wow. Das hat jetzt. Was? Hydration? Ist aufgewacht? Okay. Was ist Hydration? Keine Ahnung. Wasser. Ja, nee, ist klar. Aber was macht Hydration? So. Schauen wir mal, was zuerst angreift. Bestimmt nicht Abfira mit ihrer 5 Millionen. Initiative. Nice. Das war's. Der Destroyer hält 1000 und die Abfira 1300. Krasser nice. Aha, du bist so viel krasser drauf als ich. Da kann ich nur noch lachen. Boah, diese Inselwander-Ding scheint dir ja echt gut zu tun. 4000. Ein Hoch aufs Münzamulett. Starke Trainer, kann ich nicht ab. Nur weil du uns besiegt hast, lassen wir dich noch lang nicht hier durch. Oder doch? Brrrr! Wer ist das? Hey Junge! Mr. Mystery? Was sollte 76 hier? Ja, irgendwie schon, ja? Du also, siehst so aus, als wolltest du hier rein. Bist du dir da ganz sicher? Taktisches Visier aktiviert. Bereite dich lieber gut vor, denn hinter dieser Tür wartet Team Skull auf dich. Wer durch diese Pforte schreitet, tritt ihnen bei und fordert sie heraus. Hast du dir das gut überlegt? Oh ja. Nee, Moment, wir sollten... Ich weiß nicht, ob wir es nochmal heilen können, gehen können. Weil wenn wir jetzt sagen, das habe ich, dann gehen wir rein. Oh, nee. Du wirst schon wissen, was du tust. Jeder von uns hat so seine Gründe. Hier, ich öffne dir die Tür. Und keine Sorge, solltest du es nicht schaffen, werde ich deiner Familie Blumen schicken. Alter! Alter! Oh, guck mal, die haben so eine eigene kleine Stadt übernommen. Ja, und haben alles voll geschmiert. Die haben sogar ein Pokécenter. Die haben ein bisschen Splatoon gespielt. Hier kommst du nicht rein, Kleider. Wir hätten wirklich heilen gehen sollen. Yo, check mal die Pfeife da aus, Bro. What's up? Der stört voll unseren Flow. Ja, lass den Knirps im Regen stehen. Wir haben schließlich unsere Ballade. Ey, ich meine natürlich Barrikade. Willst du jetzt extra aus dem Weg räumen, um den Ballgeist überzuziehen? Da hast du recht, Alter. Mach die Biege, du Fliege. Solange du keinen Schleichweg findest, kannst du da draußen gern versauern. So, jetzt können wir unsere Pokémon heilen. Easy. Voll die coole Musik. Die gefällt mir voll. Schön. Weißt, Hyperheiler einbekommen, der alle Statusprobleme bildet. Und dann währenddessen haben wir 5 Millionen von diesen Primusbären. Ja, die alles... also diese Bären sind echt ein bisschen OP. Fehlt nur noch die zum Wiederbeleben, die Beere. Das wäre ganz nice, ja. Bären-Spam. Ich guck mal währenddessen, ob wir noch irgendwelche neuen Fragen haben. Wahrscheinlich nicht. Schatz, ja. Ganz ruhig. Ich kann dieses nervige Geräusch machen. So. Ich habe nur schön gesungen, was ist denn hier los? Wunderschön. So. So. Ihr wimmelt es ja nur so von der Team Skull, Augen auf am Eierkauf. Das Graffiti verdeckt die Schrift auf dem Schild. Also eigentlich würde ich da durchpassen, aber scheinbar fände das Spiel mich zu fett. Ja. Topschutz. Das Spiel hat uns gerade fett genannt. So, schauen wir mal. Müssen wir noch stealthen hier. Ach, guck mal. Gar nicht auffällig. Da. Da, genau. Okay. Warum haben die so ein Stadtviertel übernommen? Keine Ahnung. Hätte ich diesen Schatz vergraben? Ja.
Nein, das ist eine Nachricht. Wenn du die Traube auf den Boden zerdrückst und dann Twitter tötest, dann was, ist dein... Was, Twitter ist ein Pokéball? Es ist Twitter. Das ist ein blauer Vogel. Okay. Dann ist hier, dann findest du den Schatz. Okay. Oh, oh. Kuckuck. Ups. Was geht denn jetzt ab? Wie kommst du Heumel auf einmal hierher? Weil jetzt ist ja jetzt auch total whatever. Jetzt da wirst du gleich bereuen. Too cool for school. Das ja, die haben ja alle nur ein Poki. Ich hoff's. Und bisher Team Skull immer meistens ein oder zwei. Ein Pokémon. Okay. Weil sie ganz kreativ, die brauchen nicht mal einen Namen. Genau. Halt einfach Team Skull Rüpel. Oh nein! Ein Weberrock. Destroyer, du bist gut gegen Käfer. Ja, richtig. Tag 40, Zombie versteht das Spiel. Ja, so ungefähr wollte ich das jetzt auch sagen, ja. Zack. So. Ja gut, da setzt selber so ein kleines süßes Viech noch ein. Ja, ist eigentlich ein fairer Kampf. Ich würde gerne die Zeit vor diesem Kampf zurückdrehen, um meinen damaligen Ich zu sagen, den Quatsch sein zu lassen. Okay. Dann wäre ich doch bloß nicht so auf die Barrikaden gegangen. Jetzt habe ich den Salat. Ha, ha, ha. Wir sind auch ohne Barrikade krass stark. Das kriegst du eingezahlt, und zwar sofort. Ja. Yeah. 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 Auch ein Pokémon. Hurra. Slimer. Also ich würde mich Team Skull anschließen. Ich finde die auch irgendwie cool, wie gesagt. Also schon seit Part 1. Ich finde die lustig. Ein Pokémon klauen, mein Gott. Ja, ich schätze mal. So wie Hunde klauen, weißt du? Also haben wir auch gemacht. Hat doch keiner was dagegen. Pokelschnon. Ich weiß nicht, was Slimer für ein Typ ist in Alola. Lo ist auf jeden Fall. Das war alles nicht effektiv. Ich weiß, aber wir haben schon seit 10 Parts vergessen. Was? Und ich habe es immer noch nicht gesehen. Was denn? Den Z-Angriff von Bautz. Ach so, ja. Hast du ihn schon gesehen? Ja, ich kenne den. Also jetzt nicht von unserem LP, sondern. Ne? Ah, scheiße, jetzt natürlich. Ich habe extra immer weggedreht, wenn ich den mal einsetzen musste. Ja, das hat Nintendo gemacht. Tut mir leid. Fuck, ist sie durch? Ja, genau das. He's doing this weird shit again, is he? Schattenpfeilregen! Boah. Wow, das ist so cool. Klingt so shiny. Das ist so schön Anime alles. Hat doch und gereicht. Das war's im Slimer. Nicht sehr effektiv. Nicht effektiv. Mein Gott, hat trotzdem gereicht. Also können wir in jedem Kampf ein Pokémon one-hitten? Eigentlich schon, ja. Ich hab versagt, total versagt. Hier, nimm mein Geld. Kannst du alles haben. Okay, danke. Jetzt schalte doch mal einen Gang zurück. Ohne Barrikade sind wir doch nur bloß Fassade. Diese Wortspiele die ganze Zeit. Ja. Im hinteren Bereich von Po kann ich eine verdächtige Präsenz spüren. Oh, ein Pokémon Center. Guten Tag. Hey, yo, was hast du denn hier zu suchen, Bro? Wir stehen hier im Dunkeln, haben null Bock auf Muckeln. Nur Beats richtig derbe sind unser Gewerbe. Alter, wir wollten Wache stehen, doch wollen Däumchen drehen. Yo, was willst du? Ein Kampf? Ach komm, lass den Krampf. Bann. Yo, platz nicht, hier nicht rein wie ein wildes Kleinstein. Wenn du meinst, dass Team Skull an nichts denkt als Krawall, hast du leider einen Knall. Denn das ist nicht der Fall. Wir wollen hier nur gammeln und gechillt Staub ansammeln. Hier im Pokémon Center herrscht Stromausfall und zwar per Manetta. Komm, brillig ins Dunkel mit Mützen, die fuckeln. 10 Stück an der Zahl, das reicht allemal. Wirf sie uns in den Rachen, um dein Team fett zu machen. Yo, ich zahl ja schon. Alter, muss man auf Pokémon Center zahlen. Wow, krass, du lässt es krachen. Gleich bist du fit, keine halben Sachen. Die sind so cool. Ah, geil. Geld ist unser Lebenselixier, Geld ist der Hit. Bis dahin kommst du zu uns, wir machen dich fit. Yo. Und da chillt er. Murmel. Das reicht, Räuber, komm zurück in den Ball. Okay. Okay. Er träumt davon, dass er Rüpel als Pokémon hat, scheinbar. Ja. Pan, 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 pan.
So, das muss jetzt reichen mit dem Gereime. Du ziehst weiter oder ich mach dir Beine. Hier im Pokémon Center, Herr Strobersfall, das habe ich schon mal alles. Ja, nein. Kein Bedarf? Das ist ein Grund zum Freuen. Na, hoffentlich wirst du es nicht bereuen. Okay. Bin ja echt, mich würde es mal interessieren, was das vorher für eine Stadt war, die hier eingenommen haben. Keine Ahnung. Aber schön, dass das Pokémon-Sender trotzdem funktioniert. Ja, ist echt cool. Guck mal, ein Rettern. Ja. Wie cool. Und was ist das? Ein Reißlaus, oder? Ich glaube schon. Team Skull-Logo. Team Skull. Die Brille vom Bösewicht. Typ da, genau. Noch ein Reißlaus. Ich finde es irgendwie voll interessant gerade mit Team Skull. Waren wir in dem Haus schon drin? Ging es da rein? Sind wir durchgekommen, ne? Ja. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh, verdammt! Nächstes Mal. Und nächstes Mal gehen wir da durch und kämpfen gegen die zwei Trainer, die da zufällig genau hinter dem Loch stehen. Genau. Bis dann. Bis dann. Yo, tschüss. Yo. Tschüss.